Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. Und wir sind ja hier bei unserer Polizeistation stehen geblieben. Der dritte Teil ist nun, wo wir uns natürlich ans Eingemachte machen, denn unsere Polizeistation ist ja von außen eigentlich relativ hübsch anzusehen, nur von innen drin ist sie ja noch ein bisschen leer. Das wollen wir heute in der Folge ändern. Und zum Schluss bauen wir noch einen Helikopter, damit wir natürlich zu unseren Einsätzen auch gleich hin können, wenn wir sie natürlich eingerichtet haben. Vorab, wir machten heute nur die Räumlichkeiten. Wenn du so ans Dekorieren und sowas gehen möchtest, dann guck dir nochmal Teil 1 an. Den verlinke ich dir nochmal in der Videobeschreibung, ne? Und das ist dann eigentlich alles miteinander verlinkt, weil von Teil 1 kommt es 2, von 2 zu 3 und von 3 zu 1. Also, wenn dir irgendwas fehlen sollte, guck einfach in der Videobeschreibung. So, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt ans Eingemachte, gehen wir erstmal an die Kiste ran. Die sollte wie immer aufgefüllt sein, ist er auch. Und dann holen wir uns hier natürlich erstmal die erste Reihe raus. Die brauchen wir dann erstmal zum Anfang. Zack! Also, wir holen uns ganz gemütlich einfach polierten Andesit raus, denn Steinziegeltreppen, Steinstufe an sich, die Steinziegelstufe an sich brauchen wir noch. Dann holen wir uns wieder weißen Beton raus, blauer Zement, ne, den kennen wir ja. Dann holen wir uns auch Seelaternen raus, dazu noch Bruchsteinstufen brauchen wir heute in der Folge und Eisenblöcke. So, wenn wir dann das ganze Material zusammen haben, geht's los. Und zwar würde ich sagen, fangen wir an erstmal mit dem polierten Andesit. Wir gehen hier vorne einfach mal durch unsere Tür rein, die Tür machen wir hinter uns auch gleich zu. Zack. Und dann sind wir jetzt hier auf unserer Baustelle. So, wir fangen an erstmal mit dem polierten Andesit. Hinter unserer Tür gleich machen wir erstmal eine Schicht hin. Dann können wir die Mitte, sag ich mal diese drei Reihen, machen wir erstmal hier ein bisschen nach hinten weg. Zack, 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 bauen wir das Ganze einfach mal hin. Wenn wir das geschafft haben, füllen wir hinten noch diese zwei Blöcke aus. Super. So, danach nehmen wir schon unsere steinzige Treppenzwand. Die platzieren wir jetzt jeweils hier an den Seiten und nochmal auf dem Boden. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel, einfach die Treppen heransetzen und auf den Boden setzen. Wenn wir das geschafft haben, kommen wir jetzt nun zu unseren Steinstufen. An den Seiten siehst du, ich habe mir das Ganze schon hier so markiert. Und wo ich mir das, sage ich mal, markiert habe, müssen wir jetzt einfach Stufen noch raufsetzen. Zack, einfach hier sowas mal ran. Theoretisch kannst du hier eigentlich alles einfach ausfüllen. Aber aufgepasst, natürlich nicht alles, denn wir machen noch ein paar weitere Räumlichkeiten hier so hin. Und da fällt mir gerade auf, ich habe nicht genug Platz im Inventar, da tauschen wir mal kurz was aus. Zack. Wir nehmen mal kurz hellgrauen Betonsand. Denn wir haben ja, sag ich mal, jetzt sind wir auf der rechten Seite, ne, von unserem Gebäude an sich. Und da haben wir hinten ja hier noch so eine freie Fläche. Gleich vorne, wo das hier, sag ich mal, so abschneidet, machen wir einfach mal, zack, hier einfach einen grauen Beton in der Mitte hin. Dann nehmen wir uns wieder weißen Beton und können das Ganze hier, würde ich mal sagen, dreimal weißen Beton draufsetzen. Ganz oben blauen Zement und dann nochmal weißen Beton. Man kann die Seiten hier auch gleich einfach mal verbinden. Machen wir mal hier fix. So, und dann würde ich sagen, nochmal eine weiße Betonschicht darunter. Okay, ja, wenn wir das geschafft haben, nehme ich mir mal kurz, ja, nochmal Steinstufensand, denn die platzieren wir hier vorne einmal. Dann nehme ich mir noch, ich bin mal so frech, nochmal Stein zur Hand. Die platzieren wir hier hinten einfach mal rein. Weil das wird ja am Ende unsere Gefängniszelle, ne? Da kann man das Ganze ja hier schon so ein bisschen machen. Genau. Okay, ich würde sagen, hier machen wir mal so drei hoch. Hier wird der Spieler so das Gitter sein für unseren Gefangenen. Okay, wenn wir das dann hier erstmal fertig haben, dann gehen wir auf die andere Seite. Ich glaube, was habe ich hier ausgetauscht? Vielleicht ein Beton, ne? Nehmen wir mal zurück. Auf der anderen Seite müssen wir auf dem Boden natürlich auch wieder Steinstufen setzen. An sich, wir fangen einfach mal vor den Treppen an. Da können wir einfach mal gerade bis nach hinten wegziehen. Und die zwei weiteren Reihen davor können wir auch einfach mal hier zuziehen mit den Stufen. Okay. Hier auf der anderen Seite haben wir natürlich auch wieder so einen Abteil, ne? Das ist ja auch wieder so frei. Da machen wir, sag ich mal, eine Reihe mit Stufen hin. Danach kommt hier schon unser Fahrstuhl rein. Das heißt, ganz einfach hier vorne an den Seiten, ups, platzieren wir nicht das, sondern zweimal oder dreimal Eisenblöcke. Einfach hier auf dem Boden so zack, 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 setzen wir drei hin. Danach füllen wir hier die untere Fläche aus mit den Pflastersteinstufen. Okay, haben wir das Ganze geschafft, nehmen wir wieder unseren Beton und Zement zur Hand und können hier darüber auch wieder drei Schichten einfach mal hinsetzen. So, optimal. Den zum Fahrstuhl noch gesagt, den machen wir auch ganz zum Schluss. Ne, wenn wir die ganzen Räumlichkeiten fertig haben, dann machen wir den Fahrstuhl. Ich glaube, das ist irgendwie einfacher, den dann zu bauen, als wenn wir den jetzt schon hier anfangen würden. Ne? Wir ziehen erstmal alles fertig hoch und dann geht's dahin. Du siehst auch, ich habe mir oben hier schon ein bisschen was markiert, so ein paar kleine Anhaltspunkte für mich. Dann kann ich mich hier ein bisschen besser, ja, dran orientieren. Okay, so,
geht's weiter. Und zwar kommen wir jetzt zu unseren Steinziegelstufen. Denn jetzt fangen wir an schon mit dem Dach oder mit der Decke hier von unserer ersten Etage. Wir fangen erstmal an bei unseren Fenstern an den Seiten. Da achten wir einfach mal drauf, dass wir die natürlich jetzt nicht zubauen, sondern so offen lassen. Und zwar machen wir so, dass hier an den Seiten immer zwei sind. Hier haben wir schon einen Beton, das heißt, dann halt noch eine Stufe hin. So, das machen wir hier überall einfach. Hier müssten wir jetzt natürlich an den beiden Seiten einen Zweier machen, ne? Dann haben wir hier so eine Viererfläche drin. Das machen wir natürlich auf jeder Seite. Zack, 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 ziehen wir uns das hier einfach mal so zusammen. Natürlich hier vorne auch nochmal, aber hier haben wir schon Glück. Ja, eine Betonschicht. Zack, also nur eine Stufe. Okay, wenn wir das soweit haben, können wir dann, sag ich mal, die Seiten ausfüllen. Ne? Also diese innere Fläche können wir ausfüllen. Auch, sag ich mal, jetzt hier können wir das Ganze einfach ausfüllen und hier können wir das Ganze einfach mal ausfüllen. Wir haben ja, sag ich mal, hier drüber auch noch eine Fläche frei. Da setzen wir einfach Beton hin. Genau. Also das Dach einmal ausfüllen hier. So, dann haben wir das schon mal wieder fertig, ne? Ja. Natürlich achte drauf, dass du hier beim Fahrstuhl das Ganze nicht zubaust, ne? Da müssen wir später noch was reinbauen. So, also geht's jetzt hier so weiter. Wir fangen erstmal an mit dem weißen Beton. Denn wir müssen uns zuerst mal ein paar Markierungen ziehen. Ich habe mir das an der Decke platziert, aber das interessiert uns nicht so. Das ist nur so ein kleiner Anhaltspunkt für mich, sondern wir fangen einfach auf dem Boden an. Und auch da, wo wir, sag ich mal, hier diese Fenster haben. Denn da platzieren wir jetzt einfach überall erstmal auch wieder zwei Blöcke hin. Gleich danach, nachdem wir das gemacht haben, setzen wir immer, wenn wir hier diese Zweier gesetzt haben, immer an den, der an der Wand ist, noch eine weitere Schicht hin. So, das machen wir hier überall. So, wenn wir das Ganze dann soweit haben, geht's weiter. Jetzt muss ich selber erstmal kurz überlegen, welche Seite wir dann zuerst machen wollen. Ist eigentlich egal. Ich würde sagen, fangen wir hier mit der vordersten Seite an. Wir machen einfach ganz unten, ich mache jetzt einfach eine Bodenschicht hin. Danach machen wir darauf einfach eine steinzige Stufenschicht oder Blockschicht, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob du jetzt echt dir die Mühe machst, noch einen Block rauszuholen. Ansonsten mach da einfach zwei Stufenschichten rüber. Okay, so, danach können wir hier einfach diese Seiten oder diese Lücken hier einfach mal ausfüllen mit unserem Beton. Hier oben auch. Zack, 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 setzen wir überall weißen Beton ringsrum. Super. So, das müssen wir nochmal machen. Und zwar bei der Seite und bei der Seite. Okay, so, wenn wir das denn geschafft haben, geht's weiter. Und zwar kommen wir nun zu unserer hinteren Seite, wo wir dieses Gitterfenster haben. So, wie machen wir das am besten? Ich würde sagen, wir markieren uns das am besten. Muss ich immer ein bisschen mit oben gucken. Wir hatten ja, sag ich mal, jetzt hier zweimal Beton hingesetzt. Davor so schräg setzen wir noch 1, 2, 3, 4 hin. Und dann so schräg davon, blub, nochmal 2. So, dann kannst du... so lassen wir das. Genau, so müssen wir das Ganze jetzt ein bisschen höher ziehen. Jetzt hier hinten setzen wir noch einen zweiten Block ran. Das muss ich selber erstmal gucken. So, den schlagen wir hier weg, den ersten. Danach ziehen wir einfach die zu 3 einfach bis nach oben hin. Zack, zack, zack. Sollte hier perfekt aufgehen. Jawohl. Danach lassen wir unten 1, 2, 3 Blöcke Platz und dann setzen wir hier oben nochmal 3 hin. Genau. Hier vorne, die Zweier, die können wir bis einmal nach oben ziehen. Da achten wir einfach nicht drauf. Die können bis nach oben hin. Okay. So, danach würde ich mal sagen, bevor wir uns jetzt hier vertun, machen wir erstmal den Boden rein. Das heißt, ganz einfach gesagt, wir nehmen jetzt, ich würde einfach polierten Anisit nehmen, weil unten haben wir es ja auch gemacht. Können wir jetzt einfach mal diese Fläche hier ausfüllen. Zack, 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 diese große Fläche, die hier noch offen ist. Okay, so, sollte das Ganze dann aussehen, wenn wir das einmal ausgefüllt haben, geht es jetzt erstmal, würde ich mal sagen, weiter. Und zwar, ich gehe mal kurz runter hier blub, blub, und hole mir mal kurz Steinblöcke. Zack. Denn hier hinten haben wir ja eine Gefängniszelle. Hier müssen wir das Ganze dann einmal kurz mit Stein ausfüllen. Machen wir also 3 Blöcke hin, 2er Breite. Danach können wir hier auch gut an der Seite sehen. Da haben wir, sag ich mal, einen weißen Block. Da setzen wir dann auch unsere weißen Blöcke hin. Ja, unser Beton, auch einmal bis nach oben hin, weil hiermit grenzen wir dann so an sich die Gefängniszelle ab. Okay, wenn wir das Ganze haben, machen wir hier noch so, würde ich mal sagen, für unseren Gefangenen noch so ein kleines Guckloch. Jetzt kann man hier natürlich, mal sagen, polierten Anisit noch hinmachen. Genau. Okay, so. Weiter geht es dann erst wieder,
Müssen wir mal gucken hier. Erstmal mit dem weißen Beton, würde ich sagen. Denn an den Seiten hier platzieren wir nochmal ein bisschen was. Ich setze jetzt einfach da nur einen Block hin. Hier mache ich denn überall nochmal einen hin. Zack, zack. Ups. Da noch hin. Und ja, mache ich hier noch einen hin. Genau. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Obwohl, warte noch. Wir nehmen nochmal weißen Beton. Also hier so ein bisschen verwirrt, muss man erst selber mal gucken, wie man es macht. Wir machen einfach mal hier so einen Bogen hin von der 2er Dicke. Danach nehmen wir schon unsere Eisenblöcke und machen hier einfach mal den Fahrstuhl schon mal ein bisschen weiter. Da sehe ich gerade hier noch ein paar Löcher. Die stopfen wir. Okay. So. Unter unsere Eisenblöcke können wir eigentlich unsere steinzige Stufenblöcke hin. Ach nee, Bruchsteinstufe. So. Bruchsteinstufe hinmachen. Genau. Okay, so, dann lassen wir den erstmal in Ruhe und machen weiter, würde ich sagen, mit grauen Glasscheiben. Ja, die habe ich mir kurz gemopst, so, als kleinen Cut. Oder du kannst auch jeder andere Glasscheiben nehmen. Denn ich habe mir einfach überlegt, man kann auch ein paar Glasscheiben hinsetzen. Jetzt hier wäre mir das alles ein bisschen zu eng oder würde eng wirken, wenn man jetzt hier auch noch einen Block hinsetzt. Darum habe ich gerade einen hier hingesetzt, weil ich da alle einfach Glasscheiben hinsetze. Das gleiche Spiel macht man einfach hier in den Ecken. Ich finde das irgendwie optisch schöner, wenn man hier einfach ein paar Glasscheiben reinsetzt. Hier weiß ich jetzt nicht, ob du jetzt einen Block machst oder ob du sagst, okay, mache ich doch lieber nur Glasscheiben hin. Ist dann so eine optische Sache, ne, wie du das gerne haben möchtest. Naja. Okay, so, wenn wir dann das Ganze dann hier fertig haben, kommen wir jetzt einmal zur Decke. Weil die müssen wir ja noch ein bisschen machen, weil dieses Helikopterzeichen will man natürlich nicht gerne haben. Das heißt, wir nehmen wieder unsere steinzigen Stufen zur Hand und können hier einfach mal die komplette Decke damit ausfüllen. Okay, haben wir das Ganze geschafft, die Decke einmal mit den Stufen auszufüllen? Super. Kommen wir jetzt zum nächsten Schritt und zwar kannst du das Ganze hier noch ein bisschen verschönern, wenn du das machen möchtest. Ansonsten lass es einfach so. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Das heißt, ich nehme einfach ein paar Treppen zur Hand und ich kann mir das Ganze hier noch ein bisschen verschönern, wenn man das Ganze ja halt machen möchte. Nimmst du einfach ein paar Treppen zur Hand und machst dann hier immer so ein paar kleine Muster rein. Wie das Ganze bei dir wirken soll, entscheidest du natürlich. So, ich mache jetzt einfach mal hier so ein bisschen an den Seiten. Nicht genau auf dem Fenster, sondern als ob das so eine Halterung wäre oder so. Ja, das kannst du dir dann hier überall so ein bisschen verteilen. Zack, zack, zack. Na, macht man hier noch so. Ja. Naja, kann man so ein bisschen mit rumspielen. Hier kannst du auch natürlich so irgendwie was setzen, wenn man das gerne halt machen möchte. Okay, so, dann sind wir mit der zweiten Ebene auch schon fertig. Jetzt können wir mal kurz kontrollieren bei unserem Fahrstuhl, ob wir auch richtig gebaut haben in der letzten Folge. Und zwar, wenn wir jetzt hier einfach oben einen Block weghauen. Zack, können wir mal gucken. Aha, wir kommen perfekt hier an. Falls das jetzt natürlich nicht der Fall sein sollte, dass du hier oben perfekt ankommst, dann kannst du dir das jetzt hier einfach noch ein bisschen verstellen, ne, das kleine Häuschen. Aber ich glaube, sollte schon passen, ne? Jo, so, dann wären wir hier durch und machen jetzt noch eine Sache, bevor wir die ganzen Blöcke hier wegtun. Und zwar, ich habe noch Seelaternen im Inventar. Die müssen wir natürlich noch mal kurz benutzen. Klar kannst du auch alle anderen Lichtquellen nutzen, aber ich nehme einfach mal Seelaternen. Und zwar, unten habe ich das irgendwie so cool gefunden, wenn man die einfach so hier an den Seiten so zack, zack reinhaut. Hier in der Mitte, ja, blub. Mache ich auch in der Mitte. Ja, hier an den Seiten, zack, einfach hier mal ein paar Seelaternen reinklatschen. Zack. Das ist das Ganze natürlich auch ein bisschen heller, ne? Okay, so, dann würde ich sagen, machen wir oben auch noch ein paar Lampen rein. So, ich fliege einfach mal an den Seiten hoch. Wie man sich das hier macht, ich sag mal, hier ist jetzt nicht so irgendwie so eine Mitte. Ich kann es da einfach ein bisschen per Augenmaß so ein bisschen gucken, wo machst du dir die ganzen Dinger ein bisschen so hin, ne? Okay, so, dann sind wir damit eigentlich durch. Zack, und können uns jetzt an den Fahrstuhl ranmachen. Gehen wir mal an unsere Kiste wieder ran. Denn da ist das letzte Blockmodell drin, was wir noch so brauchen. Aha. Oh, ich habe hier oben Steine. Na, nicht dahin. Dahin. Okay. So, für die Folge brauchen wir jetzt Steine. Also, ich dachte, die hatte ich nicht reingepackt. Aber jetzt haben wir Steine. Ja, die holen wir uns raus. Dennoch, Eisentüren brauchen wir. Ein Hebel natürlich für die Eisentür. Dennoch Eisengitter, ne, für unsere Gefangenen. Dennoch Schienen, eine Lore und eine Leiter. Wenn wir denn auch dieses Blockmaterial wieder zusammen haben, die Steine hatten wir ja schon, geht es jetzt einfach mal ja, wieder rein in unsere Polizeistation. Und zwar würde ich mal sagen,
fangen wir unten auch gleich mal an. Und zwar hier bei unserem Gefangenen. Hier können wir dann einmal unsere Tür schon reinsetzen, Hebel ran und die Eisen geht dann natürlich, ne, damit hier auch keiner rauskommt. Okay, so, dann können wir, sag ich mal, ich würde noch mal kurz nach oben fliegen, bevor wir in den Fahrstuhl gehen. Und zwar hier können wir auch noch mal kurz die Eisengitter reinsetzen. Ne? Die Tür an sich können wir hier auch reinsetzen und einen Hebel vorne ran. Die Steine haben wir ja schon verwendet. Aber ich glaube, für den Fahrstuhl brauchen wir auch noch mal Steine. So, ich würde sagen, gehen wir einmal ganz unten zum Fahrstuhl hin. Und dann fangen wir hier auch an. Müssen wir mal kurz gucken, wie wir das haben. Wir achten einfach mal auf der zweiten Ebene. Da platzieren wir einfach mal auf der Ebene einen Stein hin. Gehen so ein bisschen weiter runter. Gucken wir mal so ein bisschen. Obwohl, warte mal. Ich erkläre dir hier wieder, was falsch ist. Uah. Quatsch. Wir brauchen Bruchsteinstufe oder Blöcke am besten. Die platzierst du hin. Weil das ist natürlich unser Boden, den sollte man dann auch sehen. So. Jetzt nehme ich Steine, weil das wird dann unsere Decke werden. Machen wir mal an den Seiten hier komplett hin. Da haben wir da also drei. Dann lassen wir hier 1, 2, 3 wieder Platz. Zack, zack. Wollen wir selber erstmal hier gucken. Ja, dann machen wir einfach oben nochmal 2 solche Steindinger hin. Obwohl, den letzten machen wir Bruchstein. Genau. Okay, so, nochmal von der anderen Seite. Vielleicht ist es dann logischer. Wir machen einfach auf der Höhe hier, zack, erstmal einen Stein hin. Nochmal so oft Steine rauf, bis wir hier oben ankommen. Da machen wir dann natürlich Bruchsteine hin. So. Dann lassen wir wieder drei Blöcke Platz. Einen Stein hin und Stufe hin. So. Die Mitte lassen wir natürlich frei, denn da machen wir jetzt natürlich jetzt hier unser Lorn-Fahrstuhl hin. Du kannst auch einen Wasserfahrstuhl bauen oder auch mit Kommandblöcken arbeiten, aber ich finde irgendwie Lorn-Fahrstuhl ist eigentlich optimal. Den bauen wir hier hin. Das heißt einfach mal, wir nehmen jetzt eine Leiter, platzieren die jetzt einfach hier gleich an unsere Decke ran. So, fliegen wir ein bisschen höher. Darüber machen wir jetzt einfach, zack, einen Block hin. Drauf dann einfach eine Schiene, eine Lore. Boah. Ich sehe gerade, irgendwie erkläre ich das falsch, aber so, warte mal. Zack, dann machen wir den Stein weg. Dann fällt die Lore auf die Leiter rauf und bleibt da drauf. Ich glaube, so müssen wir das dann machen. Haben wir ein bisschen zu viel gemacht, aber nicht schlimm. So, machen wir das hier wieder zu. Und dann machen wir dann nochmal das gleiche Spiel, einfach. Mal gucken hier. Ja, wir platzieren einfach gleich über unserer Lore nochmal eine Leiter. Dann müssen wir hier natürlich nochmal eine Lore machen. Zack, puff, die fällt da rauf, ne? Dann können wir hier das wieder zumachen. Und dann können wir schon mal gucken, ob das funktioniert. Sollte aber. Zack, klicken wir uns hoch. Und sind oben. Genau, super, funktioniert also. So, gleiches Spiel hier auch nochmal. Gleich hier unten machen wir eine Leiter hin. Und mal gucken, wie ich das jetzt hier mache. Alles so eng hier. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, aber egal, das kriegen wir hin. So, Lore rauf. Natürlich auf die Leiter dann fallen lassen. Passt, super. Dann müssen wir das hier natürlich wieder reparieren. Ehe. So, und dann mache ich einfach Stufen hin. Vielleicht an den Seiten auch nochmal. Warte mal, ich hole mir mal kurz eine Treppe raus. Und die setze ich dann so hin, dass das Ganze dann natürlich besser ist, um hochzukommen. Vielleicht machen wir hier an den Seiten dann auch nochmal Treppen hin. So, dann kommt man da vielleicht besser hoch. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem gerade eben. Und zwar, wir haben... Also ich habe jetzt hier jedenfalls Treppen gemacht, das sieht man natürlich hier. Aber keine Angst, hier können wir einfach ein paar Steinziegeltreppen nehmen und das Ganze hier so ein bisschen vertuschen. So, sieht man gar nicht mehr. Passt also. Okay, und schon, so, wir sollten eigentlich hier auch perfekt hochkommen. Wir müssen natürlich noch einmal ausprobieren, ne? Nicht, dass ich euch hier was sage und dann geht das gar nicht. Doch. Okay, so. Ein bisschen buggy, aber es geht. Ja, und schon sind wir oben bei unserem Helikopterlandeplatz. Ist auch eigentlich jetzt komplett eingerichtet. Also du kannst es dir natürlich jetzt einrichten. Von den Räumlichkeiten sind wir denn damit durch. Puh, so. Super, dann machen wir noch zum Schluss, noch zum Abschluss den Helikopter. So, hier haben wir natürlich auch eine extra Kiste. Da gehen wir jetzt noch einmal ran. Ja, nehmen wir einfach mal die erste Reihe raus. So, ich fliege einfach mal unten hin, um die Blöcke zu platzieren. Das heißt, für den Helikopter brauchen wir einmal Steinstufen, Eisenfalltüren, schwarzes Glas und fliege ich einfach mal. Du kannst auch immer dein Lieblingsglas nehmen. Dann holen wir uns noch Quarztreppen raus. Davon nochmal die Stufe. Denn Steinziegeltreppe,
Einen Spender brauchen wir, denn Fichtenholzstufe und blauen Zement. So, wenn wir das erstmal haben, geht's hoch und zwar, ich sagen, nehmen wir erstmal Steinschuhen zur Hand, platzieren die einfach mal, ich weiß jetzt nicht, wie du den Helikopter hier hinmachen willst, ich mache ihn einfach mal so seitlich hin. Das heißt, ich mache jetzt hier drei Stufen an den Seiten hin. Achte drauf, dass denn so an der Seite die Stufen nochmal etwas höher gehen. Halt wie so eine Kufe halt, ne? Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. So, machen wir einfach hier jetzt so ein bisschen hoch. Ah, müssen wir ein bisschen rumspielen. Zack, wuff, geschafft. Okay. Danach machen wir in der Mitte des Haars einen Block hin. Und an dem Block machen wir jeweils so eine Stufe an den Seiten hin, ne? Dass wir dann so ein Plus erhalten. So. Dann machen wir den Block weg und machen da dann auch einfach eine Stufe hin. Wenn wir das Ganze geschafft haben, platzieren wir vorne dran nochmal eine weitere Stufe. Obwohl, nee, machen wir weg. Denn wir nehmen lieber Eisenfalltüren dafür. Denn jetzt platzieren wir an den Ecken überall jetzt eine Eisenfalltür. Und ganz vorne machen wir auch nochmal eine Eisenfalltür. Genau. Jetzt nehmen wir unser schwarzes Glas oder das Glas, was du gerne nehmen möchtest, und setzen vorne auf dem Helikopter drei Glasblöcke. So, das Ganze machen wir auf eine Höhe von zwei Blöcke. Danach platzieren wir hier in der Mitte schon mal eine Stufe. So, danach nehmen wir unsere Quarzschwungzahn und platzieren einfach hier hinten auf dieser Stufe zweimal Quarzblöcke rauf. So. Danach platzieren wir an den Seiten hier einen blauen Zement, auf der anderen Seite auch nochmal. Nun platzieren wir ganz einfach hier umgedrehte Treppen rauf, so in etwa. Und wenn wir das geschafft haben, dann hier mit den Treppen, nehmen wir noch einmal bitte die Steinschuhe zur Hand. Dann machen wir die, sag ich mal, hier hinten auf dem Quarzblock rauf, formen dann hier auch, wie wir angefangen haben, einfach mal erstmal so ein Plus hin. Okay. Danach machen wir die Mitte weg und setzen dafür einfach einen Spender rein. Wir fliegen so ein bisschen oben hin, ne, dass der dann auch so nach oben guckt. Okay, wenn wir das Ganze haben, nehmen wir, würde mal sagen, erstmal blauen Zement zur Hand. Aber ist ja egal, wir brauchen einfach erstmal nur einen Block. Und zwar müssen wir jetzt die Propeller machen von unserem Helikopter. Die sind ein bisschen knifflig. Da würde ich mal sagen, mache ich mir einfach mal hier so eine kleine Laufbahn. Denn wir nehmen jetzt unsere Eisenfalltüren und setzen die dann einfach hier an die Blöcke ran. So insgesamt dreimal, würde ich sagen. Das müssen wir natürlich viermal machen, so dass die dann, sag ich mal, immer hier von der Mitte so schräg weglaufen. Nachdem wir die Rotoren rangesetzt haben, geht es jetzt an unser Hinterstück des Helikopters, ne, damit er auch ein bisschen steuern kann. Da setzen wir einfach unten an den Quarzblock eine umgedrehte Treppe rauf. Darauf setzen wir einfach eine normale Treppe, die nach hinten, so sage ich mal, die Rückseite hat. Daran platzieren wir jetzt zwei Stufen hin, machen die zu zwei Blöcken. Hinten platzieren wir nochmal eine Stufe rauf, noch einmal weiter nach hinten weg. Zack, einmal weiter runter. Nochmal so. So, hier unten an der Treppe machen wir auch nochmal eine Stufe ran. Optimal. Okay, wenn wir das Ganze haben, setzen wir jetzt einfach mal hier hinten an diesen einen Quarzblock, zack, eine steinzige Treppe hin. Da platzieren wir jetzt auch nochmal unsere Eisenfalltüren. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir die steinzige Treppe mal kurz so nach hinten drehen. Zack. Dann platzieren wir oben drauf eine Stufe an der Seite hier. So eine Eisenfalltür und auf der anderen Seite müssen wir es auch noch machen. Dann setzen wir mal kurz einen Block dafür ran. So, weil die sind ja nicht genau auf der Höhe der Treppe, sondern so ein bisschen weiter runter, ne? Okay, wenn wir das Ganze haben, würde ich sagen, könnten wir eigentlich das Blockmaterial wegtun. Ja, okay. Gehen wir nochmal an die Kiste ran und uns noch so ein paar Kleinigkeiten. So, ich glaube, die muss ich nicht aufziehen. Das ist eigentlich logisch ein bisschen. Hier in der Mitte platzieren wir dann einfach mal unsere Lore, ne, damit, sage ich mal, wir uns da auch reinsetzen können. Aber ich glaube, da müssen wir noch mal kurz ein bisschen rumspielen. Und zwar möchte ich gerne, dass das Ganze so nach vorne guckt. Oh, warte mal. So, jetzt ist natürlich die Schiene nach vorne. Machen wir wieder die Stufe hin. Können dann hier einfach mal, zack, unsere Lore setzen. Weil würde die seitlich sein, dann würde sie natürlich wegrollen können. So kann sie dann natürlich nicht, sag ich mal, da rauskommen. Okay. An den Seiten platzieren wir dann, würde ich mal sagen, einfach mal Teppich, um das Ganze ein bisschen schöner zu machen. Oben drauf auch nochmal. Da kannst du natürlich die Farbe des Teppichs auch ändern. Ich nehme einfach mal so ein bisschen neutral, so grau.
Ja, wenn wir das denn haben, würde ich sagen, nehmen wir einfach mal die Knöpfe, weil ich die gerade zur Hand habe. Die platzieren wir einfach mal an den Seiten. Das sind so, sag ich mal, Blinklichter oder ja, was es halt so sein könnte. Einfach an dem blauen Zement. Da hinten ran mache ich dann einfach ein paar Shader. Zack. Okay. So, jetzt haben wir noch eine Redstone-Fackel. Die mache ich einfach mal hinten auf der anderen Seite des Rotors ran. Ne, so ein kleines Blinklicht kennt man ja vom Helikopter, ne, damit man ihn auch in der Weite oder im Dunkeln halt schon sieht. Ne? So, dann haben wir eigentlich alles verbraucht. Ne? Ja. So, dann mache ich das Blockmaterial weg und wir haben den Helikopter fertig. Jetzt kannst du zu deinem nächsten Einsatz natürlich gleich losfliegen. Okay, so, und das ist unsere Polizeistation. Sie ist nun fertig und ja, viel Spaß beim Einrichten, würde ich mal sagen. Ansonsten guck nochmal Teil 1, ne? Da habe ich dann eine kleine Tour gemacht. So, wir gucken mal, was wir als nächstes bauen. Ich glaube, es wird wieder was von den Simpsons werden. Was wir hier noch bauen werden, wer weiß. Naja, wir haben noch genug Platz jedenfalls. Okay, so, dann würde ich sagen, stelle ich mir einfach hier vorne Safety hin. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und ja, stell mir einfach Safety hin. So, wenn ich Safety stehe, dann war es das Ganze hier. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Also, haust rein und